Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche, beziehungsweise ein tolles Wochenende, sagen wir da eher. Die tolle Woche kommt ja eher. Wieso laufe ich nicht? What the fuck? Ja, Abfahrt. Heute gibt's mal wieder ein bisschen Talonium. Ich hoffe, ihr wurdet, by the way, nicht weggeweht von Sabine, die gute Alte. Ich habe mal mein Mikro jetzt ein bisschen nach oben gedreht, aber... Also es verdeckt halt auch insane viel. Ich habe meinen Chat nicht, aber das ist eigentlich voll gut. Also ich kann meinen Chat nicht sehen, weil mein Mikro davor ist, aber der ist ja eh unwichtig eigentlich, oder? So, wir spielen gegen Malza mit Teleport und Benefi. Ja, ich habe jetzt wieder angefangen, wie gesagt, bisschen mehr Talon zu spielen. Aber Vladimir mag ich trotzdem sehr, sehr gerne. Definitiv, nur mit Vladimir. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich gewinne einfach keine Games. Ja, I don't winning, Sam. Ja, bei Vladimir grundsätzlich... Ich glaube, wir müssen mal wieder so richtig... Ja, okay, jetzt sage ich wieder so Zeugs wie... Ja, Leute, lasst mal richtig viel CSen, alle CS kriegen. Und gleich geht's wieder an die Roams. Und dann... Oh, das ist gar nicht so schlecht. Lup. Oh, no! Oh, das war teuer, aber das war, glaube ich, okay. Weil wir können ihn gleich töten, Leute. Wir machen jetzt den springenden Tod und dann ist er tot. Allerdings kann ich wegen ihm jetzt nicht den springenden Tod machen und habe deswegen jetzt keinen Kill bekommen. Vielen Dank, Zack. Dankeschön. Danke für Ihren Beitrag. Dankeschön, Zack. Danke. Vielen Dank. Danke. Vielen, vielen lieben Dank. Danke dafür. Dankeschön. Danke. Ich hoffe, ich habe mich schon bedankt bei dir. Dankeschön dafür. Danke. Ah. Ja, ein bisschen räudig. So, wir müssen erstmal gucken, dass er kein Schild bekommt. Und dann machen wir so. Und dann gehen wir... Dodgen wir das? Hat er das schon benutzt? Naja, okay. Ja, gut, wir haben First Blood gemacht. Okay, er hat auch geschrieben, Welcome mit Early. Aber ich habe ja keinen Chat, was soll ich sagen? Ja, so viel zu. Wir werden richtig viel CS, Leute. 10 CS haben wir schon. Ja, was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Ja, was soll ich... Wie sieht's denn aus? Wir haben ein Set gegen Riven, die haben Lee Sin, das heißt, wir haben schon mal gewonnen. Das ist ziemlich cool, wenn man schon mal weiß, hey, das Game ist ein Win. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Ja. Wir, also gegen Malza, ich denke, dass... Also, er ist schon nervig. Ich denke, das Beste, was wir halt machen können, ist Roman. Also klar, wir können ihn töten, aber er ist schon nervig. Vor allem, wenn da noch ein Gank dazu kommt, so ein Lee Sin, richtig nervig. Ich glaube, einmal können wir aber noch versuchen, ihn zu töten. Können wir. Er hat jetzt ein bisschen mehr XP, weil er natürlich teleportiert ist. Aber ich denke, overall... Hier, nimm das. Overall sind wir eigentlich auf einem ganz guten Stand. Die neuen Blutmond-Skins, die rausgekommen sind, die sehen ja richtig insane wieder aus. Da, also, holy shit. Ich glaube, das war Katharina. Boah, irgend noch ein Champ, den ich auch spiele, glaube ich. Oder da hat gesagt, ja, jetzt musst du diesen Champ wieder spielen. Wer war das denn? Oder war das Katharina? Nee. Boah, ich weiß es nicht. Aber waren wirklich richtig, richtig gute Skins mit dabei. Definitely. Aber Bloodmoon sieht halt immer gut aus. Hier, zack. So ein kleiner Poke kann man zwischendurch mal machen. Der Gegner denkt, hä? Fußspuren? Was ist hier los? So. Nee, der ist gar nicht realisiert. Der Brody. Hier nochmal ein paar Blades. Ja, ich will jetzt nicht wieder unterm Turm springen, ne? Klar ist das verlockend, aber wir wollen smart bleiben. Lasst uns smart bleiben. Hier, Smart Blades. Oh, der smarte Sprung. Ja. Smart gewinnt. Das Smart gewinnt. Ne? Damit ist nicht das Auto gemeint, sondern ich. Aber, ja, cool. Schön. Wir müssen natürlich ein bisschen auf Lee Sin dabei aufpassen. Das 2-0 hat gerade... Toplane, glaube ich, gekillt. Ich würde noch eine reinpushen, wenn es geht. Das heißt, wir warden aber mal eben sicherheitshalber hier. Ich meine, ich müsste eh wegkommen. Ich habe ja meine E. Wir könnten natürlich jetzt auch ein Tor... Also jetzt, Leute, haben wir eine Möglichkeit. Das ist High Risk, High Reward. Das probieren wir aus. Wir haben nicht viel Mana. Malza geht jetzt davon aus, dass ich shoppen gehe. Das heißt, er pinkt nicht, dass ich roame. Und genau deswegen ist mein Roam jetzt super deadly. Wenn der aber nicht klappt, dann habe ich richtig viel verloren. Aber der ist Level 3. Der Burrit ist Level 3. Wir gehen aber für beide. Ja, scheiße, ich muss jetzt näher. Ja. Na gut, ja. Ich wollte auch eher für Ashe gehen als für Pyke, bin ich ehrlich. Weil, es ist auch gut, dass ich es so gemacht habe. Sind wir mal ehrlich. Weil oft ist es so, ihr kennt es vielleicht, dann sagt man ja, hey,
Wir gehen erstmal Mercury Boots, gar kein Geld für. Okay, dann nicht. Oft sagt. Ach, dann gehen wir. Dann gehen wir erstmal Tiamat jetzt. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen in der Mitte verloren, muss man natürlich sagen. Und hätten wir diesen Kill nicht bekommen, wäre das katastrophal gewesen. Wir hätten richtig viel XP verloren, richtig viel Towerplates, alles CS. Ich bin unterwegs. Also, ich bin für. Das ist gut. Wir gehen direkt von hier ran, weil er will ja hier drüber escapen wahrscheinlich. Zerstörung! Okay, er ist tot. Sprung! Er hat keinen Mana mehr, Leute. Wir können chasen. Wie kriege ich sein Schild weg? Am besten mit einer W. Und jetzt der Q. Zack. Und jetzt eine Blutung. Und jetzt auto-tacken wir ein bisschen. Und jetzt auto-tacken wir ein bisschen. Und jetzt springen wir drüber. Und dann auto-tacken wir ein bisschen. Und dann auto-tacken wir ein bisschen. Und haben keinen Ignite gebaut. Und wir sind giga geil. Und ich werde jetzt diese Scheiße aus diesem Game heraus carryen. Ja, und jetzt können wir ein bisschen platen. Ja, Sarah Moi. Also ja, keine Mobi-Boots mehr für mich, Leute. Das ist so ein Ding, was ich beschlossen habe. Also, ganz abgeschlossen habe ich das Thema noch nicht, aber Mobi-Boots. Ich habe das Gefühl, dass 90% aller Games, die mit Mobi-Boots gespielt werden, ich verliere. Vielleicht sogar 190%. Das weiß ich, habe ich noch nicht genau ausgerechnet, aber. Ja, achso, nochmal auf die Situation unten zuzukommen. Meistens sagt man sich so: Hey, ich nehme Pike und Ashe. Und im Endeffekt kriegst du keinen. So, man kennt es irgendwie. Deswegen war es gut, dass ich jetzt einfach straight. Okay, das ist. Okay. Later! Later! Tschüss! Tschüss! So, jetzt müssen wir gucken, weil es könnte sein, dass er hier kommt. No! Oh! Ich hab mal in meinem Gehirn so eine These aufgestellt. Ihr sagt das mir ja auch ab und zu, so von wegen, hey. So, wir machen erstmal Mergoris, Leute. Erstmal Mergoris, weil wer klug ist, ist smart. Ne, ihr habt das letztens auch gesagt, von wegen. Irgendjemand hat das unter drunter geschrieben. Tobi, du sagst immer, was passiert und dann passiert es und du stirbst. Ich habe gesagt, da kommt Lee Sin. Also meine Map-Awareness ist so, also klar, es war jetzt nicht so insane, aber die ist so gut, dass ich sage, hey, ne, was passiert? Nicht nur in dieser Situation, sondern oft. Ich habe eine gute Map-Awareness, meistens. Dass ich sagen kann, hey, da ist ein Rengar, da ist eine Evelyn, da kommt jetzt ein Wukong, da kommt gleich ein Ultimate. Aber es passiert dann trotzdem. Das ist guter Engel, böser Engel. Und deswegen muss ich ab jetzt das Engels-System etablieren. The Angels. Da brauchen wir noch einen guten Namen für. Angels. Ich überlege noch. Muss irgendwie so richtig cool klingen. Angels Force. Angels Power. Angels Decision. Angels to the Win. Ja, auf jeden Fall muss auch gar nicht Angels. Wieso eigentlich Angels? Ja, so wegen Engel. Ist ein Angel eigentlich ein Engel? Ja. Auf jeden Fall. Wenn mein Gehirn sagt, hey, es könnte dies und das passieren, den töte ich jetzt. Wir machen eine Comeback-Revolution. So, tschüss. Das war, ja, er denkt sich so jetzt, hä, Fußspuren? Ne, da, ich hab ihm, ne, das hat er zurückgekriegt. Da bin ich nachtragend. I carry after. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, 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 bitte nicht. Okay, cool. Kein Flash gebraucht, sehr gut. Also, wenn mein Gehirn sagt, hey, zum Beispiel jetzt, da könnte ein Lee kommen, was nicht möglich ist, aber, ne? Dann muss ich sofort drauf hören. Das ist die Regel. Wenn ich nicht drauf höre, dann. Keine Ahnung. Tau sie im Becher rein. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber irgendwie, ne? So, Malsas unten. Rauben wir auch oder machen wir den Turm oder rauben wir Top? Top sieht gut aus. Na, vielleicht können wir sie getten, Spaghetten. Na, die ist tot, oder? Okay, die ist tot. Malza hat gar keinen Mana. Botlane ist takeable. Wir pushen rein, gehen Bot. Sehr guter Plan. Dieser Plan, guter Plan. So, ich komme. Ich habe 20 Sekunden für Ult. Also noch ein bisschen. Malza ist nicht da. Lulu ist am Start. Wir gehen hier über die Wand, sodass wir escapen. Never mind. Forget about that. So, ich bin about. Ich bin about. Wir haben gleich eine Ult. Wir machen erstmal so. Jetzt machen wir so. Und jetzt machen wir so. Und jetzt machen wir erstmal so. Wer ist denn das? Lee Sin? Ja. Okay, 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 okay. Hat der Ultimate? Ja, okay. Hier ist erstmal das. Mein Gefühl sagt nein. Erstmal, grundsätzlich. Aber ein bisschen auch ja. Also Gefühle ist noch was anderes. Das ist das Feeling-System. Das ist, das darf man nicht vermischen. Das ist, ne, wenn man so ein Gefühl hat, dann, hier habe ich zum Beispiel jetzt auch so ein Gefühl. Ne, das war, also, ne, sowas kann natürlich in die Trousers gehen, das weißt du halt vorher nie so, ne?
So, jetzt lies hin. Ich höre es klopfen. Auf meiner Schulter. Mit so einem Cello ist da so ein Engel, der da so Radauts macht. Deswegen gehen wir jetzt shoppen. Wir machen einen Dracta Blade. Le Dracta Blade. So, wir sind very. Ich bin 8-2, Leute. Ich bin very big. Und also, sie hat auch 3-1. So, ich muss jetzt nur noch Botlane ganken, glaube ich, weil Toplane ist egal. Niemand cared about Toplane. Wobei, aktuell Toplane ist gar nicht mehr so bad, weil irgendwie habe ich ganz oft das Gefühl, dass Toplaner, wenn die ein richtig gutes Game haben, dann sind die so 4 Level über dir. Dann ist einfach over so. So eine Level 15 Kassopai und du bist 12. Okay, ich bin da, Leute. Ich bin about. Guten Tag. Einmal bitte die Elo-Karten. Tschüss. Ne Ash. Ne Ash. Oh, wie süß. Oh, ein Pike. Oh, ihr kommt alle weg. Gib mir jetzt. Mit deinem Leben. Tschüss. So, das ist fein. Ja, was können wir machen? Wir können Ash töten. Also, wenn wir jetzt Ash töten, haben wir den Tilt-Faktor. Oder wir töten den deine Mitte. Ich will, geh für den Tilt-Faktor. Ist sie shoppen? Kann sein. Wir gehen mal kurz lunsen. Ja, okay. Na gut, dann gehen wir nicht für den Tilt-Faktor. Oder wir gehen für den Lee Sin-Faktor. Oh, das Ding hat mich gesehen. Was ist das für ein Drake? Erde. Immer Erde. Immer Erde. Immer wenn ich gucke, ist Erde. Brody, ja, okay. Das war jetzt halt unglücklich, sind wir ehrlich. War unglücklich und unnötig. Er hat nicht mehr viel Mana, aber es reicht. Den chasen wir noch, Leute. Wir geben ihm erstmal das Gefühl, so von wegen, ja, hey. Na, er hat jetzt das Gefühl, okay, ich jage ihn nicht, aber ich jage ihn wohl. Die Frage ist, okay, hat die Pflanze nicht ausgelöst. Was heißt denn das? Ja, dann gehen wir Toplane. Wir jagen doch nicht. Angetäuscht gejagt. So, hier. Abfahrt. Einmal bitte die Abfahrtskarten. Tschüss. So, dann können wir jetzt auch Toplane durchpushen. Lee Sin. 5-3. Guck mal, Lee Sin, Leute. Lee Sin hat alle Kills. Das heißt, wir haben gewonnen. Ja, ich will... Ah, okay. So, Lee Sin ist in der Mitte. Ich muss trotzdem mehr auf die Map gucken. Ich finde zwar meine Map-Awareness, dass sie sagt, hey, ne, hier, dies und das, aber ich muss mehr Map gucken. Irgendwie ist das aber auch schwer. Keine Ahnung. Und Tower-Pushing muss ich wieder richtig extrem machen, Leute. Richtig krasses Tower-Pressing. So richtig 8k Turret-Damage will ich haben in diesem Game. Meint ihr, wir schaffen das 8k? Also, wenn die Gegner surrendern, dann schaffe ich es natürlich nicht. Aber sonst 8k ist mein Ziel. Der Durchschnitt für Talon sind so 5 oder 4 oder 3 oder 2. Ich weiß es gar nicht, aber wenig. So, wir gehen beim Choppen. Shoppy Karotti. Shoppy Karotti. Was? Ja, sheesh. Okay, sehr gut. Dankeschön dafür. So. Was machen wir? Midlane ist ein Tower. Wir wollen Tower Damage. Das aber, der hält nicht mehr viel aus. Aber ein bisschen. Das sind, wie viel Damage können wir da farmen? 1400. Schön. Wir könnten natürlich Ash töten. Wir haben Mercury Boots. Brauchen wir QSS? Ja, ja, doch. Ich glaube, wir gehen QSS als nächstes. Das wäre actually ziemlich smart von mir, wenn ich jetzt QSS gehen würde. So, Lee Sin ist da. Ash ist da. Ich würde erstmal die Mitte reinpushen. Damit hat man nämlich immer, wenn da so ein Dance nämlich jetzt entstehen würde beim Drache, ah, der gar nicht da ist, aber trotzdem, ne, falls, und man, wenn man die Lane reinpusht, dann hat man hier halt so eine Druckstelle, eine Sollbruchstelle. So, es könnte sein, dass Lee Sin hier ist. Guten Tag. Auto-Tech, Q, Auto-Tech, tot. Schön! Ne, da habt ihr aber auch gesehen, also ich drücke nicht einfach nur alle Tasten. Later. Den könnten wir töten, wenn er jetzt kommt. Okay, jetzt doch nicht mehr. Yep. Okay, das ist ein bisschen ballsy von ihm, muss ich zugeben. Bisschen ballsy ist das schon. Doppio Tobi ist der geilste Chisione. So, jetzt gönnen wir uns noch die Ashy. Der zeige ich jetzt mal meinen Dorans Blade. Ach, ich habe gar keins. Naja, ich habe auch keine Ult, ist mir doch ein bisschen harsch. Wir tun jetzt antäuschen. Wir tun jetzt so, als würden wir weglaufen. Gehen aber doch dahin. Und jetzt sind wir doch da. Angetäuschtes Weglaufen. Oh, Lord. Haha. Ja, Moes. Ja,
Herrlich. Ja, jetzt gehen wir GSS. Ja, was gibt's noch im Text? Achso, also mit der Combo. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe, aber... Ja, ich habe Ultimate natürlich gemacht, damit er mich nicht kickt. Das war wichtig. Oh, shit, shit, shit. Oh, nice. So, also ich habe erst Ultimate gemacht. Dann bin ich zu ihm hingelaufen. Glaube ich. Bin mir nicht mehr 100% sicher. Also, ich bin auf jeden Fall zu ihm hingelaufen. Es gibt zwei Gründe. Entweder... Also zwei Möglichkeiten auch. Entweder ihr macht einen Nahkampf-Cue. Ist halt, also Auto-Ultimate, hinlaufen, Nahkampf-Cue. Ja, damit ihr mehr Damage macht. Viele machen einfach Ultimate und springen dann. Was dumm ist. Ultimate, ihr habt mehr Motion-Speed oder zur Not Yumus, hinterherlaufen, Cue. Oder im besten Fall, ich glaube, das habe ich gemacht, bin mir aber nicht 100% sure. Ihr macht Auto-Attack-Cue. Das ist noch besser. Auto-Attack-Cue. Okay, Botlane ist absolute Action. Das bedeutet, wir pushen die anderen Lanes rein, weil zwei sind oben. Also wir können gucken, ob wir da noch jemanden, die Ashe zum Beispiel, töten. Aber, oder jemanden hier. Hier können wir gucken, ob wir ganz schnell da reinflüpfen. Und dann machen wir so den... Ich weiß nicht, hat er mich gesehen? Ich glaube, ja, der läuft irgendwie so runter. Ja. Okay, ich will auch für Tower gehen. Tower-Taking war ja meine Passion. Let's take the Tower. Gib, gib, gib. Kriegt man eigentlich den Tower Damage angerechnet, wenn man mit Herald Türme zerstört? Nee, oder? So, den könnten wir actually töten. Wir machen einfach mal hier so eine Blitzerstelle. Eine Maut-Blitzerstelle. Muss man aber warten. Polizisten warten immer. Also, naja, ne, ihr müsst ganz lange warten. Der sieht mich nicht. Okay, die gehen jetzt zum Dragon. Das heißt, wir müssen jetzt... Gehen wir in deren Nacken rein. Guten Tag, hallo. Hier ist die Nackenkontrolle. Guten Tag. Die sind alle hier. Alle. Wo sind die, Alter? Sind die unsichtbar? Aber ist okay. Dann gehen wir jetzt hier außenrum. Hier außenrum. Hier rüber. Und kommen wieder von hinten. Und töten Ashi. Oder alle. Ich muss wieder früh ulten. Mach deinen Pfeil, komm. Gib mir deinen Pfeil. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Okay, fuck you. Dann töten wir den. Da können wir nochmal rüber. Later! Ashe, jetzt hole ich mir dich. Jetzt I get you. Ah, okay, schade. Gut, Malzer pusht Toplane. Ich weiß nicht, ob er tiltet ist. Ich weiß nicht, ob er farmen will. Ich weiß nicht. Ist aber auch okay. Ich meine, die hätten da jetzt auch nicht mit in der Mitte catchen werden sollen. Da war ja nichts. Ja, ein bisschen Salz ist beim Pike auch schon vorhanden. Sehr gut. Sehr schön, sehr gut, sehr schön. Guck mal, mit Talon ist very easy zu killen. Mit Vlad dauert das immer. Mit Vlad muss man trusten, dass die Teammates nicht hinten. Und die Inten leider immer. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber... Die Inten einfach immer. Ich meine, jetzt habe ich ja auch dafür gesorgt, dass mein Team nicht intet, ne? Muss man ja auch zugeben. Ne, weil ich war Botlane, ich war ein bisschen Toplane... Guten Tag, einmal bitte. Okay. Punkt für dich. Ich wollte eh shoppen gehen. Oh, den Tower nehmen wir uns noch. Leute, wir wollen ja die 8K haben. Das hier sind nochmal 1K. 1K. Ne, weil viele sind halt immer... Mich schreiben immer wieder noch Leute an auf Instagram oder so. Und die fragen, ja, Tobi, bin immer fett, aber gewinn nicht. Ja, genau deswegen. Weil ihr durch die ganze Zeit durch die Gegend rennt. Ihr müsst hier den Laden zumachen. Die Dose schließen. Den Deckel drauf machen. Den Untersetzer drunter setzen. Die Jalousien schließen. Den Ofen anmachen. Den Lee Sin töten. Guten Tag. Guten Abend. Den Wolf getten. All diese Dinge eben. So. Gehen wir. Ich glaube, ich one-shot ihn, wenn er mich jetzt anspringt. So. Ja, hier kommt der Punkt, wo ich immer für Black Cleaver gehe. Ich glaube, das ist auch immer noch worth, oder? Weil, wenn man 40% CD hat, dann kann man einfach permanent alles töten, ulten. Alternative ist halt Bungees. Aber das gibt halt kein CDR. So, das heißt jetzt Toplane Tower. Wir wollen ja die 8K. Also Abfahrt. Botlane wird gepusht, aber ist egal. Wenn wir jetzt härter pushen, dann sollte das kein Stress sein. So, wir können ja noch kurz natürlich da den Pike abholen. Der kommt nämlich jetzt hier in meine Hände rein. Guten Tag. Okay, ich habe geintet. Ich gebe es zu.
Aber unsere Ult hat ja nicht so viel Cooldown. Wir haben ja 30%. Lasst uns Toplane pushen. Ich würde jetzt, Leute, ich würde jetzt Toplane pushen. Das wäre jetzt das Smarteste. Vor allem, weil Set nicht da ist. Er hat zwar Teleport, aber... Na, jetzt nicht die ganze Zeit hier rumrennen und Kills machen, sondern da diesen Tower holen. Schallenprinzip, Zwiebelprinzip. Erst von außen nach innen. Na, hier, dann da und dann da. So, wir haben gleich wieder Ult. Okay, Malza kommt. Wir haben QSS. Wir gehen mal lieber weg. Wir brauchen immer noch einen Namen. So, wir drücken direkt Ult, weil ich smart bin und töten ihn. Könnte reichen. Okay, er hat Blutung, glaube ich, nicht mehr ausgelöst. Oder, wobei, er heilt sich auch giga krass. Heilt sich wahrscheinlich krasser als meine Blutung. Ich glaube, ich habe sie ausgelöst. Ja, dafür gehen wir. Zack. Das Angels Core United Elo Getting Fast Travel System. Abgekürzt ABGJKW. So, mein Konto ist schon wieder voll. 3k, ja moin. Warden muss ich noch ein bisschen mehr. Und ich muss das Trinket wechseln. Ich bin immer noch gewohnt, dass ich Draktarblade habe und deswegen... Nein, nein. Dass ich Draktarblade habe und deswegen gehen die, werde ich immer wieder von Wards gesehen, weil dieses Ding ja nicht mehr entwardet. Oh, Turret Damage, Turret Damage, ja. 220, 440, 660. Nice. Nice. Ich bin mal raus. Ich sehe mich da tot. Oder was wir machen könnten, ist aktives Pressing, Leute. AP. Toplane pushen. Naja, das wäre jetzt sehr gut. Weil, die sind alle unten beschäftigt. Ich kann nichts machen. Kein Leben, kein Mana. Wir können aber vielleicht den Tower so 1, 2, 3 Auto-Hits drauf machen. Das ist Win-Win. Wir sind nützlich. Und wir kriegen Tower-Damage. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. 22. 440. 660. 80.000, 12.000. Ja, ich hätte gleich den Tower killen können. Ja, Pike, Pike, Pike. Pike, 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 Pike. Ich bin tot. Ja, aber der Tower ist weg, Leute. Das kann man als Worth deklarieren. Klar, jetzt stehen wir 17-3. Meine KDA ist jetzt ruiniert. Aber 17-3, wirklich? Aber, das ist ein Ranked schon, ja. Aber... 17-3? Hä, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, stand ich 3-1 oder so. Aber wir haben den Tower bekommen. Das war schon fein. Der war sogar halb live oder dreiviertel live. So, jetzt können wir noch das Teil bauen. Wobei ich das bisher nicht so viel brauchte. Klar könnte man sagen, jetzt würden einige sagen, ja, aber Tobi, du könntest ja statt QSS das Ding bauen. Stadt. Eine Stadt ist nie so gut, weil ich lebe auf dem Land. Nein, weil das so ist. Weil das Teil halt, ne, wenn Ashe zum Beispiel erst eine Salve macht, du hast halt keine Kontrolle. Ne, da kommt eine Salve und dann kriegst du einen Eisfall. Es kommt eine Salve und dann kommt die Malza Ult. Es kommt Malza E und dann kommt Malza Ult. Es kommt Lee Sin E und dann kommt Malza Ult. So, you have no control over this. Ich hol mir den Lee Sin. Den hole ich mir. Ich hab ihn gespottet. Enemy spotted. Enemy spotted. Enemy in disguise. Enemy spotted. Ich muss aber ulten, bevor er mich wegkickt. Fuck. Enemy spotted. Jetzt interessiert mich das, wie du wegkommst. Guter Kick. Guter Sprung. Hat er Moiboots irgendwie oder ich töte ihn einfach? Aber der ist ja voll tanky. Was soll denn der Scheiß? So. Mein Team stirbt leider. Das ist natürlich schade. Sie sterben wirklich, Leute. Was macht ihr da? Aber wir haben gleich Ult, weil Black Cleaver. Das heißt, da gehen wir jetzt mal hin. Oder wir könnten auch Toplane Inhib machen. Aber da, ich glaube, hier jetzt ist wirklich das Bessere. Die sind halt sehr low. Ich würde einmal reinlunzen. So, einmal kurz drüber lunzen und gucken, was so geht. Ich habe noch keine Ult. 3, 2, 2, 2. 3, 2, 2. Ultimate. Auto-Tech Q, B, Auto-Tech Ignite. Alles laufen. Cleanse. Klappt das QSS überhaupt gegen den Debuff? Ich glaube nicht. Also bin ich an den Monstern gestorben oder an seiner Pest? Das ist, was ich mich frage. So, dann machen wir das Teil mal. Und jetzt ist halt die Frage. Kann nicht QSS alles wegmachen? Ich meine, QSS macht alles weg. Aber da steht,
Debuff, Effetti, die Kontrolle. Also, kann man damit Ignite zum Beispiel wegmachen? Ich glaube nicht. Oder kann man damit alles wegmachen? Also, Cleanse ist schwächer als... Boah, ich weiß nicht, ey. Ich frag mich gerade wirklich. Mit Cleanse kannst du kein Malza wegmachen, aber dafür Ignite und Exhaust. Oder Malza E. Ich muss es ausprobieren. Ich hol mir jetzt mal eben die Pest von Malza und dann gucken wir mal. Das interessiert mich jetzt schon. Ich glaube, ich bin von den... Ach, keine Ahnung. So, ich will jetzt aber auch natürlich nicht verlieren. Leute, wie können... Was macht mein Team eigentlich? Das, ich bin 20-4. Und ich mache auch Türme und so. So ist jetzt nicht. So, Malza, wir haben QSS. Der ist tot. So, wir müssen natürlich erst sein Schild entfernen. Das ist wichtig. Das heißt, wir machen eine W, machen hier ein Ward, machen Auto-Attack Q, Cleanse, Auto-Attack, Auto-Attack W, W, Auto-Attack Q und sterben. Ich war am Brennen. Ich habe gesehen, wobei da waren auch noch 12 Minions. Leute, ich habe jetzt 2 Typen getötet. Macht was, bitte. Vielleicht hätte ich nochmal schnell angreifen können, hätte ein bisschen live irgendwas war. Hat der Ignite? Ah, Ignite hat mich gekillt dann. Aber wann hat er mich ignited? 124. Das waren so 2-3 Ticks. Denk ich mal. Und ich habe ja geclanced. Das heißt, es ging nicht weg. Geqsst. Ich war bestimmt ignited, wo er mich geultet hat. Glaube ich. Kommt, Leute, ihr schafft das. Do it. Jetzt die Frage, wir können Tiamat verkaufen. Und Edge of Night zum Beispiel kaufen. Machen wir, glaube ich, auch. Brauchen natürlich noch ein bisschen Geld dafür. So, Leute, lasst mal Baron machen. Das wäre jetzt wirklich anständig und klug und smart. Langsam geht meine KDA kaputt. 22,5 ist nicht mehr so gut. Ach, aber mein Team... Leute, wir müssen jetzt aber wirklich gucken. Nicht, dass ich das Game wirklich noch irgendwie verliere. Weil die sterben gerade alle. Oh Gott. Okay, passt auf, Leute. Die machen jetzt Baron. Oder helfe ich der? Ne, ich hole mal erstmal den da eben. Guten Tag. Wenn die jetzt Baron gemacht hätten... Der ist tanky, der Lee Sin. Wenn die jetzt Baron gemacht hätten, hätte ich einfach deren Base ein bisschen exkravilugiert. Riven ist auch relativ tanky, das geht. Sie hat halt Schild, Black Cleaver, Ninja Tabis. Wir wollen jetzt nichts Dummes machen und sterben, wollen wir nicht. Wir können ja erstmal kurz hier warten und chillen. Da, den können wir töten. Ja, das ist räudig. Können wir den trotzdem noch im Fix töten? Okay, der ist weg. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Aber der killt mich ja nicht. Oh lol! Guys! Okay, das war jetzt halt mein Bad. Ich werde jetzt nicht sagen, hey guys, you sucks. Guys, let's group. Please. Ich meine, klar, jetzt bin ich alleine gestorben. Aber ich sag ja nicht, hey, ihr seid bad, ich bin gut. Sondern ich sag, lasst uns einfach groupen. Ich sag nicht, ne? Bin alleine gestorben. Das war mein... Leute, ich habe 24 Kills. Wir können... So. Edge, können wir Edgy machen? Edge Sheeran of Night. Wir könnten natürlich auch die Split-Push-Kanone da kaufen, aber... Ja, ich weiß nicht. Sanguine Blade kann extrem stark sein, aber... Wen muss ich töten? Was schreibt sie hier? Kill this MF Ash. Oder Motherfucking Ash. Oder meint er Miss Fortune Ash, weil sie spielt wie Miss Fortune, aber Ash ist. Oder meint er MILF Ash. Kann man MILF mit MF abkürzen? So, okay, wir haben den Drake, wir haben alle Drachen. Ich werde einfach Ash töten. Ich werde auf Malza scheißen, weil Malza ist nicht besonders gut und er drückt eine Ultimate und... Also er ist nervig. Ich werde einfach Ash töten und danach alles andere gucken. So, das erste, was ich jetzt machen werde, ist eine reinpushen und dann unsichtbar werden, wie ein richtiger Shinobi-like. So, das heißt... Ich werde jetzt verschwinden. Die Gegner wissen nicht, wo ich bin. So, die sind jetzt da. Da oben ist Ash irgendwo. Irgendwo hier wird Ash sein. Da ist sie schon. Ich darf natürlich nicht... Oh, drei! Wirklich? Okay, ich bin erstmal weg. Das ist gut. Jetzt nehmen wir das. Gehen hier rüber. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich habe geklänzt, weil damit ich mich frisch fühle. Jetzt fighten die da gerade. Es kann sein, dass Riven mich noch getten will. Ist gerade ein bisschen schwierig gerade, aber da ist Lee Sin. Gut, den getten wir erstmal. Schön. Bisschen Geld aufs Konto geladen. Da können wir auch was machen. Den habe ich noch eine Rechnung mit offen. Stirb. Auto-Attack des Todes. Ja, okay, wir haben gewonnen. Sehr gut. War nicht so wie geplant. Wir hatten ein bisschen Vision hat gefehlt. Da in dem Busch. Na, ich wusste, dass Ash da war, aber... Das Malz da noch war und so. Aber ist ja gut.
War aber knapp, Leute. Glänzt alle 3 Sekunden. Da hätte mein Tod sein können. Dann hätte das Baron sein können und dann hätte das Game sein können. Und dann hätten die sofort komplett durchgepusht. Wir hätten sofort verloren. Alles wäre over gewesen. Und dann wäre ich in ein Facebook-Forum gegangen und hätte gesagt, Leute, ich stehe 26-6, habe das Game verloren. This team so bad. Obwohl es meine Schuld gewesen wäre. Ja, schön. Wir können mal kurz gucken, wie viele Punkte wir kriegen. Getty Spaghetti. Getty Spaghetti. Das war Oblivion, der Film. So, wen honoren wir denn? Ja, Support. Im Zweifel der Support. Im Zweifel der Support. Plus 90 ist nicht so geil, aber... das ist okay, Leute. Ein S haben wir bekommen. Das ist schön. Nur ein S? Nur ein S? Haben wir... Ja, klar. Bisschen wenig Farm. Bisschen viele Tode. Bisschen wenig Assists. Aber 26 Kills. Ja, gut. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss. Goodbye. Und later. Later.